Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wir springen auch direkt ins Spiel rein. Ich kann ja währenddessen ein bisschen brabbeln. Mir wurde gesagt, es gibt wohl irgendeinen Trick, den ich dann wieder vergessen habe. In den Kommentaren wurde gesagt, es gibt was, den ich kenne. Grüß dich, hi. Irgendwas gibt es wohl. Ich muss mich jetzt erstmal hier in Dark Souls einspielen. Ich war gerade in Lies of P drin. Die Pferde sind schon wieder hinter uns her. Aua. Ganz wichtiger Kill am Anfang. Oh, Junge, warte kurz. Wow. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jawohl, okay, erste Phase war gut. Irgendwie gibt's was, womit's einfacher wird oder so. Bin aber, sorry für die Musik im Hintergrund, die habe ich vergessen, jetzt ist sie aus. Ich bin aber noch nicht, also ja, keine Ahnung. Die zweite Phase ist einfach straightforward. Muss ich halt besser werden. Gegen den Kollegen hier. Oh, und genau das ist es halt, ne? Der schnetzelt mich so hart. Scheiße. Ich versuch's mit dem Weglaufen. Ich hatte das Gefühl, damit bin ich immer irgendwie ganz gut gefahren bisher. Mist! Ah, das ist doch ärgerlich. Warum hat das Staggern jetzt nicht geklappt? Und einfach schon alle Flakons weg und tot. Nicht ans Backseat Gaming denken. Ja, nö, das kennen, das passt so. Das ist schon okay. Aber jetzt hatte ich so eine gute erste Phase und dann kriege ich so auf die Fresse. Minimal ärgerlich. Aber die Frage immer noch beim ersten Fürsten bestätigt irgendwie meinen Verdacht, dass es sich hierbei tatsächlich um einen Aschefürsten handelt. Ey! I'm Lisk. Dankeschön für den Raid und hi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Oh Gott, ich krieg's so aufs Maul, ne? Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ah! Ah! Okay, das war's.
Die wurde im Intro vom Game gesagt, wie viele es sind. Ja, 7 Stück oder so, aber wer, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Habe auch gerade aufs Maul bekommen. Ja, also ich bin hier schon eine ganze Weile dran an diesem Aschefürsten, aber ich bin mir sicher, heute fällt er. Heute fällt er. Mist. Ah, dass er mir da so eine reindrückt. Aber egal, passt. Wichtig. So, jetzt kommt der Kumpel. Nee, warum? Warum auf mich? Nee, 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 ich bin der Falsche. Welcher ist jetzt welcher? Du bist irgendeiner? Ich glaube, der da hinten ist der, den ich killen will. Ja. Okay. Also, wir laufen. Ich laufe. Nee, ach, come on, aua. Fucking hell. Alter! Oh, diese Feuerwand im Nachhinein, ne? Au, 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 au. Er verprügelt mich einfach so hart. Ich werde so übel verprügelt von dem. Ja, das war's. Das war aber. Es geht in die richtige Richtung. Ah, Leute. Wahnsinn. Hey, und danke nochmal an alle fürs Einschalten und danke für den Raid. Nice try. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich vorhin. Ich war voll im Kampf und etwas verwirrt und überfordert in dem Moment. Nein, hau ab! Ach.
Oh, come on. Es ist so zum Kotzen. So, wenn ich den nicht rechtzeitig erwische, dann bin ich so raus. Dann bin ich so anders raus, ey. Ich finde die erste Phase, wenn man den rechts... Ja, warum gehst du jetzt auf mich, du Arschgeige? Du hast doch andere Pläne. Und nicht mich. Ja, okay. Welcher ist jetzt hier der wichtige, richtige? Ah, die gehen beide auf mich. Oh, Mann. So, wichtig. Ah, das ist wieder der... Obwohl, nee, sieht gut aus. Ja, macht euch da mal gegenseitig. Jawohl, sehr gut. Aber ich habe zu viele Flakons verbraucht. Jetzt wird's hart. Zwei noch. Er verprügelt mich. Ja, nice. Wenigstens so mal einen erwischt. Scheiße. Mist. Komm schon. Ey, was? Oh. Dass die Animation da manchmal durchgeht und dann aber nichts passiert. Ich brauche mehr Flakons in der zweiten Phase. Komm schon jetzt. Ah, und jetzt gerade eben. Danke für den Follow, Mann. Bin nochmal raus. Noch nicht so weit wie du. Ja, hey, bloß nicht spoilern lassen, Mann. Danke für den... Für den Raid und viel Spaß und Erfolg, wenn es bei dir weitergeht. Ey, ah. Ich habe dann jetzt auch langsam mal wieder genug von schnellen Bossen. Es könnte so ein langsamer wieder kommen. Eigentlich, also es ist... Die kleineren Bosse, die machen mir insgesamt schon irgendwie mehr Spaß. Aber sie müssen doch nicht so hart sein teilweise.
Ach, schon wieder. Der rollt sich aus meinem Stagger raus. Das ist eine riesige Schweinerei. Ja, wenn das unglücklich läuft. Wenn das unglücklich läuft, dass ich den ersten irgendwie nicht so richtig kriege, dann ist es eigentlich vorbei. Ich bin aber wirklich noch am Überlegen, so ein bisschen zwischendurch. Ich meine, klar, denkt man dann auch an solche Infos und Kommentare. Was ist der Trick? Was gibt's hier? Wo liegt die... Irgendeine Kleinigkeit gibt's hier, die es irgendwie einen Ticken leichter macht oder so? Ich bin echt gespannt, was ihr am Ende sagt. Nee. Nee, reicht. Wir wollen den hier jetzt. Ach, fuck off. Ey, come on. Ja, ist ja gut. Okay. Der muss am Leben bleiben. Wenn ich den gleich kill, dann geht der zweite sofort auf mich drauf. Und dann kämpfen die nicht gegeneinander. Das ist, glaube ich, diese Kleinigkeit, die ich aus den Augen verloren habe. Vergiss alles! Schnauze jetzt. Ach komm. Oh nee, da wurde er nicht gestaggert, obwohl mein Hit gut durchging. In irgendeiner seiner Attacken lässt er sich nicht staggern. Okay, und nochmal. Und erneut.
Ach, fuck. Ja, ist ja gut. Der andere von hinten. Kann bitte der Kumpel aufstehen jetzt? Hallo, Kumpel. Danke. Ach so, er zischt an ihm vorbei auf mich drauf und killt mich. Ja, da müsst ihr jetzt leider durch. Der Steve. Ich weiß nicht, ob ich das abschalten sollte für Dark Souls, ganz ehrlich gesagt. Ah, und hallo Steve, grüß dich. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr alle am Start seid. Tja, YouTube. Diese Funktion gibt's nur auf Twitch. Kommt vorbei. Dann könnt ihr auch solche Shenanigans betreiben. Zeitlich begrenzt? Was heißt zeitlich begrenzt? Also ich meine, ich jongliere halt so lange, wie ich Bock hab. Fuck off. Eine Stunde lang gemütlich zurück. Ja. Ey, wir können gerne mal einen Jonglage-Stream machen oder so, einen gesonderten. Bei dem ich dann auch so meinen Nerdkram mal vorstelle, den ich hier im Zimmer rumfahren habe. Bei dem ich jongliere und wir einfach nur Quatsch machen. Da müssen dann aber auch alle am Start sein, ey, sonst lohnt sich das ja gar nicht. Der Panzer, ja, genau, zum Beispiel der. Der dämliche Drecksack. Haut ab, ihr zwei.
Meine Fresse! Dann beide gleichzeitig mit demselben verschissenen Angriff. Jetzt regt's mich dann langsam echt auf. Ach komm, ey. Ich spiele den dritten Teil wirklich zum ersten Mal, ja. Zum allerersten Mal. Und ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ich habe vorher noch nichts gesehen dazu. Okay. Ich habe eine Axt, aber leider kann ich damit keine Bäume fällen. Steve, hast du Dark Souls schon gespielt? Oh nee, der gibt mir jetzt gleich eine. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Oh, Homing! Der Homing-Dolch! LOL, LOL, LOL. Einfach LOL, was hier abgeht. Überhaupt nicht dein Game, naja. Oblivion 2, das ist doch aber was ganz anderes, oder nicht? Wow! Ey, was? Ich war schon wieder in der Stagger-Animation drin und er macht einfach andere Dinge. Ach, das ist doch mies. Also sorry, ey. Aber das gehört sich nicht. Ja, ich. Oblivion ist ja wirklich was ganz anderes. Also bin ich auch der Meinung. Ich bin gerade etwas verwirrt, Steve. Hau mal raus, was du mit Oblivion meinst. Vor allem in der Schreibweise. Ich glaube, die Schreibweise passt nicht ganz. Na, Oblivion war doch nicht Skyrim. Das ist doch ein anderes, ne? Welches Elder Scrolls war denn Skyrim eigentlich? Ist das 6? Oblivion ist ja schon echt alt auch. Ah, ihr Bastarde. Wer triggert jetzt hier wen? Ist das verrückt? Ah, hier kommt noch einer. Nee, ach.
Warum waren denn die ersten drei, vier Versuche so einfach in der ersten Phase und jetzt struggle ich wieder so in der ersten Phase? Dieser Boss macht mich wahnsinnig. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute so schnell geht, dass ich genervt hiervon bin. Oh Mann, ey. Ah, Elder Scrolls 4, Oblivion. Ja, das ist ja was ganz anderes. Das hat ja gar nichts mit Dark Souls zu tun. Okay. Okay. Da muss man ja auch mit dem Schwert Monster schlachten. Oh Mann. Ja, da sieht man, wie wenig du dich im Fantasy-Genre bewegst. Ist aber auch okay. Aber nein, das ist ganz, ganz anders. Also wirklich, das ist wie wenn du Counter-Strike mit Apex vergleichen würdest. Oder Counter-Strike mit Fortnite, weil es ein Shooter, beides Shooter sind. Da muss man ja auch auf andere Leute ballern. Tilo, grüß dich. Hey, sorry, du Model. Okay. Eine Fortsetzung der Stanley Fuller Kurzgeschichte. Stanley Fuller ist tot. Da Stanley Fuller ist gestorben. Da kann es keine Fortsetzung zu Stanley Fuller geben. Wie soll das gehen? Andere Kurzgeschichten, ja, die wird's geben. Die wird's auf jeden Fall geben. Das ist doch jetzt wieder so eine miese Nummer hier. Ach komm. Wow. Ja, ich muss mal gucken. Wir können auch gerne die Aufnahme dazu können wir im Stream machen. Ich habe jetzt die Einstellung so geändert, dass meine Mikrofonaufnahme nicht mehr in den als eine Tonspur in der Aufnahme landet. Das heißt, die Game Sound und Mikrofonaufnahme sind nun getrennt. Damit kann ich theoretisch im Stream die Project Zomboid Aufnahme machen. Dass er da nicht gestaggert wird. Nee, Leute.
Was bitte? Nee, ach, habe ich ihn zu früh gekillt, den anderen. Scheiße. Ah. Boah, Leute, echt. Das ist jetzt der dritte Boss in dem Spiel oder so? Dritte, vierte? Weiß ich nicht. Wahnsinn. Ja, zu Project Zomboid Kurzgeschichten. Ich habe auch ein bisschen so überlegt, vielleicht. Ah, gestern Abend habe ich gespielt. Oh, und während. Ich habe nicht aufgenommen, leider. Ich hätte es einfach aufnehmen sollen. Das wäre auch eine super Kurzgeschichte gewesen, aber ich habe leider nicht aufgenommen. Und mittendrin aufnehmen ist ja auch Mist. Lass mich weg. Nein, ach, und visier doch den, an den ich anguck, Spiel. Also, ohne Witz. Ihr Dark Souls 2 Hasser und Dark Souls 3 lieber, ey, das. Es tut mir leid, aber so einen großen Unterschied gibt's da nicht. Klar sieht Dark Souls 2 in manchen Situationen vielleicht nicht ganz so schön aus. Und das ist hier, es ist ein bisschen nicht ganz so schwammig, die Steuerung und direkter. Aber da sind, hier gibt's auch so Sachen, steuerungstechnisch und hitboxentechnisch, die einfach echt hart sind. Also diese Argumente könnt ihr nicht hernehmen, um Dark Souls 2 zu verschmähen. Da müsst ihr andere Argumente nehmen. Steht der jetzt schon auf? Nee. Einfach. Ach, Steve. Wunderbar unschuldig, würde ich mal sagen. Wunderbar unschuldig. Es gibt keinen Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel. Habe ich jetzt den Falschen gekillt? Ah, ich glaube, ich habe den Falschen gekillt. Naja, passt. Ja, die Runde ist eh durch. Ich habe viel zu lange gebraucht für den Mist hier gerade. Das ist. Ja, ich muss den ersten irgendwie am Leben lassen, so lange bis der zweite da ist und ihn dann killen. Damit das funktioniert. Dann ist es leichter. Wobei die Zeit mir eigentlich gereicht hat, den Hauptboss zu killen, wenn ich den ersten direkt sofort, instant weggekillt habe. Dann war es okay. Gehst ein paar Runden Dampferdüsen. Steve, alles klar. Hey, danke fürs Einschalten und danke fürs Lurken, nehme ich an. Freut mich. Ey, jetzt bin ich schon wieder in der Stagger-Animation, in der Backstep-Animation und es klappt einfach nicht. So, jetzt müssen wir ein bisschen. Wie mache ich's denn jetzt? Im Kreis laufen, bis der eine aufsteht.
Jungs, chillt mal einen Moment. Ey, wieso? Wieso? Wieso überlebt der, der gegen mich kämpft? Ey, ich hab den schon angefragt. Der hatte schon so viel, als ich gegen den gekämpft habe. Und dann kommt einer rein und es überlebt immer der, der gegen mich kämpft. Es ist doch unglaublich. Ey, und jetzt bin ich in der Stagger-Animation und werde da rausgekillt aus der Stagger-Animation. Es, also... Ha. Aus der Backstep-Animation werde ich rausgekillt. Er leckt sich aus der Backstep-Animation. Ich werde in der Backstep-Animation gekillt. Er wird nicht gestaggert, wenn ich manche Treffer mache. Treffer, die eigentlich einen Stagger verursachen müssten. Gut, das war okay. Relativ gute erste Phase. Scheiße. Ich check's nicht. Ich komm nicht klar. Jetzt sterbe ich wieder, weil... Also mein Wegrennen war immer besser bisher. Immer. Warum habe ich es wieder anders probiert? Ich wollte mal mit mehr Blocken probieren. Aber fühle ich nicht. Es war, ich habe nur die Hälfte geschafft. Vorhin mit Wegrennen habe ich 2/3, 3/4 geschafft. Also wird es wohl das Wegrennen werden.
Alter. Warum? Warum? Nein! Hör auf! Ach so, ja, du hast natürlich wieder den Kumpel so schnell gekillt, wie es mir in 100 Jahren nicht möglich wäre, ne? Bom, bom, badel, da, dom. Bin halt schon eine Dreiviertelstunde wieder dabei, hier reinzurennen in die. Oh Mann. Du Arschloch. So ein Drecksack. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Kann ich jetzt bitte lucky sein? Spiel, bitte lass mich einfach lucky sein. Es reicht. Wir sind am Ende angekommen, Spiel. Das ist jetzt, mir ist klar. Hey, okay. Das ist das Spiel, das ist die Mechanik hier. Es war witzig. Es war am Anfang echt cool und schön zu sehen und hat echt einen riesen Spaß gemacht. Aber jetzt ist dann das Limit erreicht. Ja, fuck, hey, prügel mich halt noch mehr. Ja, ist ja gut, ey. Wir hatten jetzt unseren Spaß. Ist jetzt, es reicht. Es ist jetzt gut. Das Schlimme ist halt, dass ich keinen Fortschritt bei mir selber mehr sehe. Da liegt das größte Problem gerade. Ich weiß nicht, was ich noch anders machen könnte, was ich noch besser machen könnte. Ich habe nichts mehr zum Lernen. Ich habe gefühlt den Boss gelernt. Ich kann die Mechaniken, ich weiß, was los ist, ich weiß, wie er angreift, ich weiß, wie ich ausweichen kann und so weiter und so fort. Und sehe jetzt keinen Fortschritt bei mir selber mehr oder sehe auch kein Verbesserungspotenzial, was ich anders machen könnte, damit es cooler wird. Ich laufe jetzt gerade nur weg, bis dieser Spawn kommt von dem anderen. Und hoffe, dass die sich jetzt gegenseitig ein bisschen prügeln. Aber es wäre echt lieb von euch,
Ja, genau, es überlebt wieder. Den habe ich super weit runtergeprügelt. Warum überlebst du? Warum überlebt der? Das gibt's nicht. Finally wieder mal zweite Phase. Was ist hier passiert? Das war knapp. Wild. Wild. Ach, diese Homing-Scheiße wieder. Ja, Mann. Geil. Ja. Oh, er dreht sich mir sogar nach, nachdem das Schwert auf den Boden aufgekommen ist. Wunderbar. Geil, ey. Wuhu. Ah, schön, schön. So schön. So spaßig, wenn man so Homing-Kacke hat und Hitboxen, die keinen Sinn ergeben. Ach, wunderbar. Alles klar, Ken. Ich hoffe, es gibt was Feines. Ach so, diesmal war das Dolchzuschlagen. Okay, das ist jetzt, das ist cool jetzt, das ist cool. So ist gut, so ist gut. Okay, okay, let's go. Wichtig für die Moral. Fuck off.
Ey, ach, dass diese Homing-Kacke wieder aus der Luft. Ey, die Verfolgungsschläge. Es ist einfach so dumm. Lass mich weg! Ah. Nein, da haut er ja dreimal zu, der Bastard! Nein, nein, bitte nicht. Es ist so close. Es ist so close. Mach irgendwas. Mach irgendwas, womit ich dir Schaden machen kann. Los. Ich will Schaden. Bitte, bitte, bitte irgendwas. Nein, oh. Ah, nein. Nein! So knapp. Ey, lass mich doch jetzt heilen, Mann! Nee, komm! Jedes Mal eine auf die Fresse geben, wenn du hier... Ach, super ärgerlich. Danke, so. Ja, und der Kumpel, der mir hilft, der ist jetzt auch schon hinüber, ne? Ach, was ist hier los? Nein! Ah! Hey YouTube, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In der nächsten Folge fällt er. Wir sehen uns. Bis dann.